Hallo zusammen. Heute geht es um den Einbau des Vorderrads. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wie gesagt, es geht um den Einbau des Vorderrads. Ich habe mir einen neuen Reifen drauf machen lassen, den gleichen wie vom Hersteller auch ausgeliefert war. Ich bin sehr zufrieden mit den Reifen. Ja, es ist relativ einfach. Den Ausbau habe ich jetzt nicht gefilmt. Es geht hier eigentlich auch nur um den Einbau. Man muss darauf achten, dass man am Ende die Drehmomente wieder richtig einstellt und los geht's. Also Vorderreifen hoch, Steckachse rein, vorsichtig natürlich. Rad sollte sich nicht verkanten. Hab hier ein bisschen Probleme. Ist auch ein bisschen eng jetzt mit der Kamera aufgestellt, aber im Grunde geht's relativ einfach. Ja, Steckachse, wenn sie einmal richtig sitzt, jetzt muss ich noch ein bisschen korrigieren hier am Rad, da fluppt sie auch schon rein. Dann steckt man sie halt ganz durch, aufpassen, ABS-Sensor, dass man da nicht drankommt, weil er sitzt ja noch da. Kurzen Kontrollblick, ist auch durch schon. Ja, jetzt nimmt man halt die Schraube, Mutter, wie man es nennen möchte, dreht sie rein. Damit zieht man dann auch nochmal die Steckachse in die richtige Position, werdet ihr aber gleich sehen. Ich schraube jetzt hier nur ein bisschen an und jetzt ziehe ich schon die Steckachse richtig rein auf von der anderen Seite. Jetzt sitzt sie auch richtig, Rad hat kein Spiel mehr. Wie gesagt, ich habe das Rad noch nicht festgezogen. Hier geht es erstmal nur darum, dass alles richtig sitzt. Jetzt bei den Bremssätteln ist es so, die habe ich ja vorher abgebaut. Also da müsst ihr auch schön vorsichtig sein, weil die sitzen, ja, da ist nicht viel Platz, wenn man sie abmacht. Da kommt man schnell mal an die Felge. Ich drücke die Belege immer mit einem Schraubenzieher oder manchmal auch mit so einem Plastikspatel zurück. Und jetzt beim Einsetzen ein bisschen auf die Felge achten. Da sieht man schon, dass ich mit dem Bremssattel an dem Rad komme. Aber wenn man da vorsichtig ist, dann macht man sich auch keine Kratzer dran. Ja, Schraube wieder rein. Aufpassen, hier die Halterung für den ABS-Sensor. Erstmal ein bisschen mit der Hand anziehen. Der Drehmoment liegt bei 38 Newtonmeter bei den Bremssätteln. Darauf sollte man schon achten. Leider hatte ich keine 13er Halbzoll Mutter für meinen Drehmomentschlüssel zur Hand, wo ich das Video gedreht habe. Deswegen habe ich auch nur mit einer normalen Ratsche kurz angezogen und leider erst einen Tag später die Bremssättel dann nochmal gelöst und mit 38 Newtonmeter dann wie vom Hersteller vorgegeben angezogen, so dass alles seine Ordnung hat. Das Rad selber, glaube ich, habe ich schon gesagt, die Schraube, die man gut sehen kann mitten im Bild, die wird mit 50 Newtonmeter angezogen. So, jetzt noch der andere Bremssattel, genauso vorsichtig wieder. Hier sieht man es gut. Die Bremsbeläge lassen sich sehr leicht wieder zurückdrücken. Also die Bremskolben. Wenn es so leicht geht, ist auch alles in Ordnung. Wenn es schwer geht, dann hat man irgendwie ein Problem daran. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, und auch hier gilt, vorsichtig einsetzen. Man kommt da ganz schnell an die Felge dran. Manchmal hakt es ein wenig, wie man sehen kann. Und dann auf einmal, zack, ist er drin.
So, auch wieder hier die Schrauben erstmal Hand mit der Hand eindrehen, wenn es leicht geht, nicht verkantet. Ja, die Gewinde sind sehr empfindlich. Ja, dann mit dem Drehmomentschlüssel die 38 Newtonmeter anziehen. Wie gesagt, ich hatte keine richtige Nuss für den Drehmomentschlüssel. Die habe ich mir erst einen Tag später besorgt. Deswegen habe ich erstmal hier leicht angezogen, sodass alles richtig sitzt. So, wenn die Bremssättel richtig drin sitzen, die Steckachse richtig sitzt, dann läuft das Rad ganz frei, weil die Bremsbeläge sind ja zurückgedrückt. Wie man hier sehen kann, keine Geräusche, das Rad läuft super frei. Jetzt muss man den Motor starten. Und die Bremse, die Vorderradbremse, also die Handbremse, ein paar Mal betätigen, sodass Druck aufgebaut wird im System und sich die Bremsbeläge wieder an die Scheibe anlegen können. Ich habe hier ein paar Mal gezogen, irgendwann kam mal der Widerstand, da war noch nichts. Jetzt habe ich Widerstand schon gemerkt. Ja, jetzt ist schon Widerstand da. Und wenn man den Widerstand hat, kann man halt den Motor wieder ausmachen. Und wenn man dann das Vorderrad dreht, werde ich jetzt machen, dann hört man auch wie vorher, dass die Bremsbeläge ganz leicht an den Scheiben schleifen. So, jetzt geht es darum, die Steckachse mit dem Drehmoment 50 Newtonmeter anzuziehen. Also auf der anderen Seite muss man gegenhalten, ganz klar. So, zur Kontrolle nochmal. Das war alles. Das ist wirklich nicht viel, aber ist vollkommen ausreichend. Dann geht es um diese kleinen Schrauben, die man sieht hier. Die sind dafür da, um die Steckachse, ja, weiß ich, zu justieren, festzuhalten, damit sich auch nichts löst. Auf jeden Fall, das sind so, ist so wie so ein Klemmverfahren. Ja, man tut einfach diese Schrauben handfest anziehen, so wie der BMW-Händler mir gesagt hat. Oder wenn man einen Drehmomentschlüssel hat, den ich leider nicht habe, mit 5 Newtonmeter anziehen. Aber mein Drehmomentschlüssel fängt bei 10 Newtonmeter an, deswegen habe ich mich für die handfeste Variante entschieden. Das ist auch wirklich nicht viel. Beim Lösen habe ich schon gedacht, oh, die sind los, aber der Händler hatte mir dann versichert, die sind nicht los, die sind wirklich nur. Da gibt es einen ganz kleinen Ruck und dann sind die schon gelöst. Und genauso zieht man sie an mit der Hand, einfach nur ohne große Anstrengung. Handfest anziehen oder man hat einen Drehmomentschlüssel, der wirklich 8 Newtonmeter kann, dann 8 Blödsinn, 5 Newtonmeter, dann kann man es auch mit genau 5 Newtonmeter anziehen. Ja, das war der Einbau vom Vorderrad. Worauf zu achten ist, ist dieser Spalt. Der Spalt darf sich nicht zusammenziehen. Also es gibt Spezialisten, die drehen die zwei Schrauben so zusammen, dass da kein Spalt mehr ist. Dann hat man ein Problem. Hier nochmal zusammenfassend die Drehmomente. Also für die Steckachse 50 Newtonmeter, für die Bremssättel 38 Newtonmeter und für die kleinen Steckachsen, Befestigung, Klemmverfahren gilt handfest. Oder 5 Newtonmeter. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich konnte euch weiterhelfen. Lasst einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.